Einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Mission Briefing. Wir werden heute eine Mercenary-Mission machen. Das bedeutet, wir nehmen auf jeden Fall Call to Arms an, aber auch die Claim Jumper-Mission. Und zwar gibt es sogenannte Mining Claims. Und bei diesen Mining Claims sind die Bösewichte und haben die sozusagen für sich beansprucht, indem sie in der Regel irgendwelche Sentries dorthin gestellt haben oder eventuell auch ja, dort vor Ort sind. Wir werden da reingucken. Wie gesagt, die Mission nehmen wir an. Zusätzlich die Call to Arms Mission. Da wir in dieser Mission quasi nur im All unterwegs sind und eigentlich kein FPS-Equipment brauchen, werde ich darauf auch nicht näher eingehen. Was ihr benötigt, ist ein Schiff, was ein bisschen Wumms hat, denn die Sentries, die haben ja ganz solide Bewaffnung, sage ich mal, und die NPCs, die dort auftauchen könnten, ja, sind eigentlich in der Regel, ja, ich sag mal, bis Cutties ist da alles dabei. Aber ich denke, mit einer Redeemer sind wir da gut aufgehoben. Am Ort des Geschehens angekommen, wie schon erwartet, einiges an Gegnern da, beziehungsweise wir haben eine Prospector, wir haben hier so einen Turm, den müssen wir quasi abschießen und insgesamt sollen wir 4 von diesen Türmen suchen und ja, kaputt machen. Das werden wir dann relativ zeitig auch hinkriegen, denke ich. Einen nach dem anderen einfach wegklatschen und wir müssen quasi diesen Claim wieder zurückgewinnen. Und ja, das machen wir jetzt einfach mal relativ schnell. Wie gesagt, hier sind jetzt ein paar Prospector. Cutties können hier sein, die A2 und die M2 und sowas. Das ist einfach das, womit die Hauler im Moment ein bisschen Geld verdienen. Ja. Aber all in all ist es jetzt nicht allzu schwer, hier das Ganze zu machen. Was witzig ist, ist, dass wir jetzt quasi trespassen, dass wenn jetzt die Advocaties kommen würden, würden wir Crimestead bekommen. Obwohl wir hier eigentlich eine Mission haben. Das ist ein bisschen schade. Aber das kennen wir vom Spiel auch nicht anders, nicht wahr? Weil wir müssen hier sogar hin, weil hier ist noch ein Turm oder noch ein Gegner. So, und ja, jetzt das ist quasi die gesamte Aufgabe. Wir fliegen jetzt hier lang und suchen die Sentries und schießen über den Haufen. Nehmen natürlich die ganzen Prospector noch mit. Wir haben ja Call to Arms angemacht. Und dementsprechend kriegen wir auch noch ein bisschen mehr Geld dafür, dass wir das hier machen. Und ja, in unserer Redeemer haben wir jetzt nicht wirklich einen großen Aufwand oder eine große Sorge, sagen wir es mal, wie es ist, dass wir die Mission hier nicht schaffen sollten. Außer, dass die Server einfach, naja, das ist absolut, absolut, absolut fürchterlich, was die Server hier so derzeit machen. So, ja, hier sind jetzt eine Menge von denen. Das Ding ist, vor einiger Zeit gab es einen, ich will es jetzt nicht Exploit nennen, aber es ist halt ein kleiner Trick, wie man eine Menge Geld verdienen kann. Und zwar diese Prospector, die spawnen quasi die ganze Zeit. Und andere Schiffe der Gegner können auch die ganze Zeit spawnen. Und dementsprechend ist man halt rumgeflogen und hat das die ganze Zeit gemacht. Man hat die ganze Zeit einfach nur abgeschossen. Und hat sich gar nicht so wirklich auf diese Sentries konzentriert. Ich versuche mich auf die Sentries zu konzentrieren. Das Problem ist aber, ihr seht es selbst, dadurch, dass wir jetzt hier 80 Millionen Hauling-Schiffe haben, die uns quasi, ich sag mal, den Weg versperren, ist es recht schwierig, tatsächlich diese Sentries überhaupt zu finden, weil normalerweise machst du halt folgendes, du drückst die ganze Zeit ich sag mal die Taste 7, ja, und hämmerst die ganze Zeit durch und markierst die ganze Zeit alles, was irgendwie da ist. Ich glaube, wir haben 30k. Könnte sehr, sehr gut möglich sein. Ne, ist kein 30k, ist nur einfach wieder ein extremer Server-Lag. Man markiert quasi die ganze Zeit mit der Taste 7, was so im Umkreis ist. Aber ihr seht, hier ist alles im Umkreis. Dadurch, dass sie das leider wirklich, wirklich, wirklich verkackt haben. Also, das kann man auch nicht mehr schönreden. Das haben sie, ja, das hat CIG verkackt. Also, diese
unendlich vielen Schiffe, die hier überall sind. Ich bin am Überlegen, da einfach mal ein bisschen einen Riegel vorzusetzen und hier mal lang zu fliegen und mal alles dem Erdboden gleich zu machen. Weil das ist wirklich nicht mehr schön. Ja, wir fliegen jetzt, wie gesagt, hier ein bisschen lang, suchen diese Türme, die eventuell verbuggt sind, weil hier eben so viel Stuff gespawnt ist. Aber das ist die gesamte Mission. Das ist die gesamte Mission. Wie gesagt, mehr müsst ihr hier auch gar nicht beachten, außer ein bisschen lang zu fliegen. Normalerweise dauert so eine Mission 5, maximum 10 Minuten. Ja, am Maximum, wirklich absolutes Maximum 10 Minuten. Und dann hat man die Türme gefunden. Dann hat man alles einmal quasi abgescannt und hat die Sentries auch schon plattgeschossen. Das geht ja mit eigentlich allen Schiffen, ihr seht es. Der Prospector, wie gesagt, manchmal, ich hatte schon andere Schiffe, aber sie haben die Mission ja einmal schon herausgenommen und jetzt wieder reingemacht. Dementsprechend kann es sein, dass jetzt nur Prospector kommen. Aber ja, es ist sehr, 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 sehr einfach. Einzige, was es ist, man muss ein bisschen suchen. Man muss diese Sentries suchen und die eben ja, über den Haufen schießen. Und dann geht das schon. Ja, dann geht das schon und dann macht das auch, ich sag mal, Sinn, diese Mission relativ zeitnah und schnell zu beenden. Für 20.000. Für 20.000 geht das eigentlich ganz gut. So, wir fliegen noch ein Stückchen weiter. Aber ich würde sagen, ich nehme euch jetzt hier auf diese Reise nicht mit, weil ihr seht, was ihr machen müsst. Darum mache ich diese Videos, damit ihr quasi seht, was ihr machen müsst und ihr seht, wie einfach das Ganze ist. Einfach ein bisschen suchen, einfach ein bisschen rumfliegen. Ja, man könnte auch pingen, aber das Problem am Pingen ist, wie gesagt, im Moment sieht man hier im Belt so viele Schiffe, dass es, glaube ich, schwierig ist, damit die Türme auch wirklich ausfindig zu machen. Man kann ein bisschen pingen, bringt aber wie gesagt gar nichts. Gut. Ihr macht die Mission nach. Wie gesagt, schnell verdientes Geld im Normalfall. MiG L1 ist vielleicht jetzt auch der schlechteste Punkt, an dem man sein kann und will, weil hier eben auch am meisten einfach los ist, was Schiffe etc. angeht. Also wenn ihr wirklich Geld farmen wollt, dann geht nach MiG L1. Ihr seht es hier, ich habe hier 2 A2s, 2 Hammerheads, 2 M2s und noch eine Menge anderes Zeug. Und leider nicht das, was ich eigentlich brauche. Deswegen macht ihr das in Ruhe. Und ich mache jetzt die Mission auch in Ruhe fertig. Aber nicht mehr mit euch, denn ich möchte eure Zeit nicht verschwenden, indem ich jetzt hier einfach nur rumfliege und am Ende 4 Türme kaputt gemacht habe und dann angezeigt wird, hey, du hast 20.000 verdient. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Mission. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Ich hoffe, die Qualität war heute nicht schlecht, weil mein neuer Rechner ist da und ich probiere natürlich jetzt ein bisschen was aus. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald.